Hallo, mein Name ist Jonathan Mier. Ich komme aus Deutschland. Bin aus Linsengericht, das ist in der Nähe von Frankfurt. Ja, wie lange ist es her, seitdem ich die OP hatte? Also das erste Mal war 2019, genau um diese Zeit, jetzt Dezember. Da ich sehr zufrieden war und glücklich war mit dem Ergebnis, habe ich mich dazu entschlossen, dann nochmal wieder diese Prozedur zu machen. Und aus dem Grund bin ich jetzt wieder hier. Weil nach der ersten OP der Heilungsprozess war sehr, sehr gut gewesen. Ich habe mich wirklich an die ganzen Vorschläge der Mitarbeiter von Medical Exclusive gehalten, was Pflege betrifft, was Reinigung betrifft etc. Schmerzen hatte ich, klar, nach der OP, klar, die Wunde, was da an den Haaren gemacht wurde, da hatte ich schon Schmerzen gehabt, muss ich ehrlich sagen, aber es war alles erträglich. Dementsprechend das Ergebnis natürlich macht einen so fröhlicher und dann vergisst man natürlich die ganze Prozedur, die ganzen Schmerzen. Also es gab auch keine Komplikation, wo ich sage, dass ich jetzt irgendwie nach der OP irgendwelche Probleme hatte. Es lief alles wirklich so, wie ich mir das vorgestellt habe. Auch die Heilungsphase. Anhand der Haare kann man ja sehen, dass es wirklich sehr, sehr dicht geworden ist im Vergleich zu 2019. Ich kann nur sagen, ich bin sehr, sehr zufrieden. Für mein Selbstbewusstsein, für mein Wohlbefinden ist natürlich diese Haartransplantation sehr, sehr wichtig gewesen und man fühlt sich halt ganz anders und man lebt es auch anders, man strahlt eine ganz andere